Herr Pfarrer Fellner, Sie waren auch an der Unfallstelle vor Ort. Können Sie uns mal den Einsatz dort auch schildern? Es war so, dass wir um 13.37 Uhr per Notruf den Alarm bekommen haben. Da haben dann sofort Alarmstufe 4, das heißt die höchste Stufe für Brandeinsätze auf der Donau ausgelöst und haben so in kürzester Zeit 12 Feuerwehren mit 9 Feuerwehrbooten in Stellung bringen können. Wie hat sich dann der Einsatz am Schiff ereignet oder wie ist das genau dort verlaufen? Es war ein ausgedehnter Brand, also kann man sagen, der Wellnessbereich ist im Vollbrand gestanden. Die Passagiere wurden gleich in der Erstphase mit dem zweiten Passagierschiff evakuiert. Das war eine sehr rasche und sehr gute Aufgabe. Und danach sind die Feuerwehreinsatzkräfte mit schweren Atemschutz in das Schiff eingedrungen, haben versucht, hier den Brand auch mit der Besatzung gemeinsam unter Kontrolle zu bringen und dann natürlich auch die Besatzung, die noch am Schiff war, zu retten. Wie lange hat der Einsatz am Schiff gedauert? Ja, ungefähr 2 Stunden. Auf dem Schiff hat es ja auch Verletzte gegeben, haben auch Sie die geborgen, gehe ich mal davon aus. Wie ist das verlaufen? Hier war den Personal war der Rückweg abgeschnitten durch die Verrauchung der Fluchtwege. Und somit sind diejenigen, die die Brandbekämpfung gemacht haben, mit Rauchgasvergiftung im Oberdeck gewesen. Wir hatten hier auch 3 Hubschrauber, einen vom Bundesministerium für Inneres und 2 Christophorus. Wir waren auch vorbereitet für Seilbergungen, wenn die Verletzungen bewusstlos oder schwerer gewesen wären. Somit haben wir dann, sobald der Rauch ein bisschen nachgelassen hat, versucht, auch Notärzte über die Rettungskräfte hier an Bord zu bringen. Parallel dazu ist ja auch hier in Dürnstein der Einsatz angelaufen. Warum hat man sich genau hierzu entschlossen? Weil der nächste Ort vorher bei ist ja, glaube ich, noch als Einsatz oder als Unterstützung einbefordert worden. Das war eine Entscheidung des Kapitäns, der die Passagiere aufgenommen hat. Und er hat gesagt, dass er diesen Anlegeplatz hier in Dürnstein bestens kennt und auch am besten anmanövrieren kann. Und somit hat es sich so ergeben. Also sie waren ja in Sicherheit, also war es nur ein paar Minuten für längere Fahrt. Aber es hat sehr gut funktioniert so. Wie hat die Feuerwehr dann hier gehandelt? In Dürnstein hat man ja innerhalb von kürzester Zeit ein Auffanglager hier geschaffen. Wie ist das hier vonstatten gegangen? Also wir sind das gewohnt, innerhalb von Sekunden oder Minuten zu reagieren. Wir haben natürlich sofort das Feuerwehrhaus hier in Dürnstein voll zur Verfügung gestellt und haben hier alles unterstützt, was geht. Das Rote Kreuz war natürlich auch mit ihren Kräften hier vor Ort. Jedoch, unsere Arbeit hat sich natürlich in Grenzen gehalten. Da ja von diesen Passagieren ja niemand verletzt war, ist es darum gegangen, einfach sie zu beschäftigen und zu versorgen. Und das ist, glaube ich, gemeinsam mit dem Roten Kreuz hier sehr gut gelungen. Wie geht es jetzt hier in Dürnstein noch weiter? Also es ist so, dass jetzt bereits Busse der Reederei gekommen sind. Diese Busse bringen jetzt die Passagiere zum Schiff nach Melk, das ist ja mittlerweile in Melk vor Anker gegangen ist, holen sich ihr Hab und Gut, also ihre persönlichen Sachen und werden dann mit Bussen nach Wien in Hotels gebracht zur Übernachtung. Nochmal zum Einsatz allgemein. Wie ungewöhnlich ist es auch für Sie als Landesfeuerwehrkommandant, dass ein Schiff hier auf der Donau oder ein Personenschiff zu brennen anfängt? Wie ungewöhnlich ist sowas? Also wir haben immer wieder Vorfälle und man muss ja in den letzten Jahren beobachten, der Schiffstourismus auf der Donau, vor allem durch die Wachau, ist ja stark angestiegen und auch hier werden immer wieder wir zu Einsätzen gerufen, auch wenn es auch Frachtschiffe genauso, wenn es um Gefahrgut oder Ähnliches geht. Also hier sind wir das gewohnt, auf das sind wir trainiert und auch dementsprechend die Alarmpläne sind für das so vorbereitet. Weiß man schon was zur Brandursache auch? Der Brand ist im Bereich des Sauna- und Wellnessbereich ausgebrochen. Hier sind jetzt die Brandermittler der Polizei am Werk, die genaue Ursache zu ermitteln. Und Saunabrände sind an und für sich nichts Seltenes, kommen immer wieder vor, auch in Hotels oder Wellness oder Pensionen. Und ich nehme fast an, dass das die Ursache war, entweder Überhitzung oder technischer Defekt. Aber genaueres werden wir von den Brandermittlern erfahren. Wie geht es mit dem Schiff noch weiter? Weil es steht ja jetzt, glaube ich, noch in Melk oder im Bezirk Melk. Wie geht es dort jetzt weiter? Und vor allem, wie schwer sind auch die Schäden? Ja, das Schiff ist in diesem Bereich schon schwer beschädigt. Man muss natürlich jetzt auch nachkontrollieren, wie schwer auch die Kabinen bzw. auch die Gänge oder Speiseräume kontaminiert sind durch den starken Rauch, ob hier überhaupt eine Freigabe erfolgen kann. Jedoch ist das Schiff schwer in Mitleidenschaft gezogen, sodass es sicher in eine Werft muss zur Reparatur. Was bedeutet das für die Passagiere? Ich glaube, da haben Sie jetzt quasi nicht den direkten Zugang, aber vielleicht wissen Sie da was dazu? Nein, wir wissen jetzt nur, dass jetzt einmal für 150 Personen Quartiere in Wien aufgetrieben werden mussten. Und ich glaube, dass die Reederei drum und dran ist, hier auch eine Ersatzversorgung für die nächsten Tage, dass die Fahrt bis Budapest dann weitergehen kann, zu organisieren.